Ich bitte euch auch für den zweiten Finalisten um einen finalwürdigen Auftrittsapplaus. Und das klingt ebenfalls wieder so. Hier ist für uns Thomas Schmidt. Ja, vielen Dank, dass ich nochmal ins Mikro darf. Ihr habt so gewollt. Der Text ist scheiße. Aber ich lese ihn dann einfach ein bisschen lauter. Ja, ihr kennt das vielleicht von mittelmäßigen Filmen oder mittelmäßigen Büchern, dass mittelmäßige Autoren versuchen, die Mittelmäßigkeit ihrer mittelmäßigen Werke dadurch zu überspielen, dass sie ein Zitat voranstellen. Ich habe mir das Folgende ausgesucht. Es passt ganz gut. Nur weil ich paranoid bin, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht auch wirklich hinter mir her sind. Viel Spaß. Ich stehe am Bahnhof und warte auf den Zug. Das klappt meistens. Wenn man lange genug wartet, kommt da auch was. Nur heute nicht. Nein, das ist kein Bahndistext, dass ein Zug zu spät kommt. Das kann schon mal passieren. Kopulierende Eichhörnchen im Gleisbett, frustrierte Pädagogen, die sich nach der Korrektur von Achtklassaufsätzen vor den Zug werfen. Und ganz ehrlich, wenn ich daran denke, wie oft mein kleines Handy den Geist aufgibt, dann kann so ein großer IC auch mal ausfallen. Nein, nicht die Bahn. Ich bin schuld. Ich hätte es wissen müssen, schon heute Morgen, als die Kaffeemaschine mir statt Espresso einen dampfenden Earl Grey servierte, der so englisch schmeckte, dass es umgehend in meiner Küche zu regnen begann. Da hätte ich wissen müssen, dass heute ein Unglückstag ist. Das liegt am Datum. Freitag, der 13. Der ist zwar erst nächste Woche, aber das heißt nichts. Es sind noch genau 7 Tage bis dorthin. 7! Die heilige Zahl. Die 7 Todsünden. Die 7 Tage der Schöpfung. Die 7 Gebote. Das ist doch kein Zufall. Da stehe ich nun am Bahnhof einer mittelfränkischen Kleinstadt namens Roth. Roth, R-O-T-H, das sind 3 Buchstaben. Das H wird ja nicht mitgesprochen. Noch so eine magische Zahl. Die 3 Jahreszeiten. 3-mal hat Bart Simpson Jesus verleugnet. Und genau, die heilige Dreifaltigkeit, Rummenigge Samagadiola. Und ich stehe an Bahnsteig 13 und das, obwohl es hier nur 2 Gleise gibt. 13 durch 2, das gibt gerundet 7. Oh mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat nichts mit Aberglauben zu tun, nur mit elementarer Vorsicht. Wer mit machen Augen durchs Leben läuft, hat schon gemerkt, dass es die 7 nicht gut mit uns meint. Ludwig der 16. wurde geköpft. 16, 1 plus 6, 7. Warum regnet es in dem Film 7 die ganze Zeit? Hä? Warum ist der 7. Teil einer Trilogie immer der schwächste? Und wenn wir schon dabei sind, ist doch kein Zufall, dass Germany's Next Topmodel auf Pro7 läuft. Die Zahl des Tieres, das ist jetzt nicht der Postleitzahlenbereich, in dem Horst Seehofer wohnt, nein. Die Zahl des Antichristen ist 666, 3 mal 6, 18, 8 minus 1, 7! Am Bahnhofskiosk gibt es eine Aktion, eine Flasche Meißelpilz für nur 1,75. Ich kaufe 4 davon. Muss 7 Euro zahlen, fuck! Schon wieder nicht aufgepasst. Klar, dass da das Bier beschissen schmeckt und ich nach dem 3. Bier auch schon betrunken bin. Ich mache mich auf den Weg zur Bushaltestelle, das heißt, ich würde gern, aber da steht eine Leiter im Weg, unten durchlaufen geht nicht. Ich könnte außenrum, aber da, links, lauert schon eine schwarze Katze, die nur darauf wartet, meinen Weg zu kreuzen. Ich könnte natürlich mit den Hufeisen, von denen ich immer 7 bei mir trage, nach dem Vieh werfen. Aber was, wenn Katzen wirklich 7 Leben haben, wie es immer heißt, wenn ich da nur einmal daneben werfe? Das ist mein Leben für die Katz. Ich nehme die letzte verbliebene Meißelflasche und werfe nach dem Ungeheuer. Ich verfehle sie. Die Dose platzt, die Flasche platzt auf. Das Tier kommt näher. Neugierig schleckt es an der schäumenden Flüssigkeit, maunzt ganz kurz und kippt dann besinnungslos zur Seite. Auf Meißel kann man sich eben verlassen. Beherzt sprinte ich los, umkurve die Leiter. Ich laufe um die nächste Ecke und stürze über einen Zeitungsständer, der vor dem Kiosk aufgebaut ist. Im Fallen versuche ich mich festzuhalten, bekomme aber nur eine Zeitschrift zu fassen, die daraufhin mit einem hässlichen Geräusch zerreißt. Oh nein, es ist der Spiegel. Zerrissener Spiegel, 7 Jahre Pech. Und an welcher Stelle ist der zerrissen? Genau auf der Seite,
37, das ist der Paroxysmus. Die 3 und die 7 in einer magischen Zahlenosmose vereint. Das kann nicht gut gehen. Dieter Bohlen ist 37. Und das schon seit 37 Jahren. Ich hatte mit 37 das letzte Mal Sex. Genau genommen auch das erste Mal, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Ich weiß, dass die Katastrophe nicht mehr abzuwenden ist, ziehe aber vorsichtshalber eine Hasenpfote aus meiner Hosentasche und beginne ein wildes Beschwörungsritual, in dessen Verlauf ich versuche, die Zeitschrift mit Speichel und Spucke zu kleben. Den Verkäufer, der mich davon abhalten will, banne ich mit einem Vade Retro Satanas. Ich weiß, das klingt vielleicht alles ein bisschen paranoid, ist es aber nicht. Denn Zahlen bestimmen unser Leben. Dass die Welt am 21. Dezember 2012 nicht untergegangen ist, das hat ja auch nichts damit zu tun, dass die Maya vielleicht paranoid waren oder so. Nein, die haben sich nur verrechnet. So wie ich, denn diesen Freitag ist gar nicht Freitag der 13. Aber diese Woche Freitag ist der 15.01.2016. Das macht es nicht besser. 15 minus 1 macht 14. 2016 geteilt durch 14 ist 144. 4 plus 4 ist 8. Minus 1 ist 7. Das ist das Datum des Weltuntergangs. Uhrzeit 3.37 Uhr. Jetzt sitze ich hier in meinem Zimmer mit den weichen Wänden. Das ist schön. Nur die Weste, die Sie mir angezogen haben, ist etwas unpraktisch, weil ich meine Arme nicht bewegen kann. Das ist nicht schön. Aber egal. Ist ja nur noch für 2 Tage. Vielen Dank.